Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu meinen September Beauty Favoriten. Heute zeige ich euch alle Produkte, die mir sehr, sehr gut gefallen haben im September, die ich regelmäßig verwendet habe und auf die ich vor allem sehr, sehr oft angesprochen wurde. Und wir legen gleich los und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Wir starten einmal mit einem Accessoire. Danach habe ich wirklich eigentlich nur noch Beauty-Produkte hier. Diese Brille hier, die ich ganz neu habe. Ich frage mich jetzt, ob das alles zusammen immer noch cool aussieht. Ich hoffe ja. So, ich muss erstmal einmal richten. Und zwar diese Brille hier. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr sie auf jeden Fall schon mehr als einmal gesehen. Das ist jetzt keine Werbung. Irgendwie ist alles Werbung, aber es ist keine bezahlte Werbung gerade, sag ich mal so. das ganze Video nicht. Diese Brille habe ich von einem Optiker aus Wiesbaden, aus der Taunusstraße. Und zwar ist das eine Brille ohne Stärke, aber Schrank zu machen, das irritiert mich. Es ist für mich selber so ungewohnt, mich mit Brille zu sehen. Mein Spiegel ist direkt gegenüber, deswegen sehe ich das. Auf jeden Fall ist diese Brille gegen Blaulicht. Und Blaulicht kommt von unseren Computern, von unseren Handys, von den Scheinwerfern zum Beispiel, wenn ihr nachts, wenn ihr viel nachts unterwegs seid und Auto fahrt. Und für die Augen ist es nicht so gut, weil es das Auge zusätzlich belastet und die Netzhaut so ein bisschen angreift, sage ich mal. Deswegen ist so eine Brille natürlich sehr, sehr cool, wenn man viel am Computer sitzt, viel am Handy ist oder eben viel Auto fährt nachts. Ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich die ganze Zeit. Aber ich glaube, hier auf YouTube habe ich darüber noch nie gesprochen. Und für mich ist es ein Riesenfavorit, weil ich mich freue, dass ich endlich eine gefunden habe. Wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, ist durch einen Freund von mir, und zwar der Arthur Nastin. Das ist ja ein Fotograf, den ihr kennt. Mit dem habe ich ab und zu schon mal geshootet in Berlin. Der ist auch ein Vollprofi, wenn es um Hochzeitsfotografie geht. Also falls ihr da Interesse habt oder einen sehr guten Kontakt von mir in Anspruch nehmen möchtet. Ich kann euch den wirklich sehr, sehr empfehlen. Auf jeden Fall hat er in irgendeiner Story von sich auf Instagram mal auch so eine Blaulichtbrille gezeigt und es hat total mein Interesse geweckt, weil ich mir dachte, oh Gott, ich sitze über 10 Stunden entweder am Computer oder in meinem Handy. Also insgesamt, wenn man die ganze Zeit zusammenrechnet, die ich vor so einem Bildschirm hänge, es ist wahrscheinlich erschreckend und meine Augen sind auch sehr oft so rot. Das ist euch vielleicht vor allem letztes Jahr besonders doll aufgefallen. Da habe ich zum Beispiel im Dezember jeden Tag ein Video hochgeladen. Das heißt, ich saß jeden Tag mindestens 10 Stunden oder sogar 12 vor Computer und Laptop und so weiter. Und meine Augen waren immer super rot. Und viele erlauben sich auch so einen richtig unnötigen Witz, warum sie rot sind. manche fragen mich, ob ich vielleicht zu wenig schlafe, wie auch immer. Aber ich bin mir fast sicher, dass es eben damit zusammenhängt. Und durch so eine Brille schafft man sozusagen eine Barriere. Die Augen sind dann auch nicht mehr so trocken am Ende des Tages. Die sind auch nicht so angespannt. Und ja, man ist insgesamt einfach nicht so fertig. Und ich kann das auf jeden Fall sehr bestätigen. Ich ziehe sie mal ab. Meine Augen sind auf jeden Fall am Ende des Tages viel, viel, viel entspannter. Und ich sitze damit ja die ganze Zeit eigentlich nur für den Computer. Und ja, ich möchte sie nicht mehr missen und ich trage sie super gerne. Außerdem finde ich das Modell super stylisch. Das ist von dem Brand Bolon. Weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Ich kann euch so gerne auch die Seriennummer davon mal in der Infobox hinterlassen. Der Optiker, bei dem ich das bekommen habe, hat auch bald einen Online-Shop. Vielleicht ist er sogar schon aktiv. Wenn ihr das Video schaut, dort haben sie so einen bestimmten Rabatt. Also es ist egal, welche Fassung ihr habt. Die Gläser werden dann eingesetzt und angepasst. So, weiter geht's. Ich mache mal weiter kurz mit Pflege. Und zwar habe ich einmal dieses Teil. Ich weiß nicht, ob ihr das noch sehen könnt. Das ist von der Marke Rosenthal und das ist so ein Rosenquarzstein. Der ist super, super kühlend und ich will euch eigentlich nicht weiter damit nerven. Ich habe mit diesem Brand schon zusammengearbeitet, aber auf Instagram und seitdem aber, muss ich sagen, verwende ich dieses Teil wirklich die ganze Zeit. Und es hat mich auch immer interessiert, weil ich das eben so oft auf Instagram gesehen habe. Oft ist es so, wenn ich zu viel Werbung von einer Marke oder einem Produkt sehe, dann interessiert es mich überhaupt nicht, ganz ehrlich. Es ist auch oft so, ich kriege auch sehr viele Kooperationsanfragen von Marken, die ihr bei allen anderen Influencern seht. Aber ich sage fast alle diese Kooperationsanfragen ab, weil mich das mega langweilt, dass man das überall sieht. Und ich will nicht so wie alle sein.
Wisst ihr, wie ich meine? Also ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Aber bei diesem Ding, muss ich sagen, hatte ich auch einfach persönlich ein großes Interesse und habe ich mich gefreut, dass ihr mich eben gefragt habt um die Kooperation, habe ja gesagt und deswegen habe ich es mal ausprobiert. Ne? Dieses Ding verwende ich jetzt aber wirklich jeden Morgen. Also ihr könnt es benutzen, wann ihr wollt. Meistens, die meisten machen das halt abends auf der Couch. Ich benutze das immer morgens, wenn ich aufstehe, weil es eben super schön kühlt. Es ist auch wichtig, dass man so ein Teil, eben so ein Roller richtig benutzt. Ne? Und zwar muss man immer, darf man nur von in der Mitte des Gesichtes nach außen rollen, nicht hin und her. Immer nur nach außen. Den größeren Stein nimmt man hier für die untere Gesichtspartie und die obere und den kleineren eben für die Augenpartie. Also immer nach außen rollen. Und was ich auf jeden Fall gemerkt habe, das ist mein Gesicht super schön massiert. Ich werde morgens dadurch viel schneller wach, weil mein Gesicht dadurch schön durchblutet wird und die Steine auch sehr kühlend sind, auf jeden Fall. Und außerdem ist es auch eine sehr, sehr schöne Lymphdrainage. Genau, das ist auch die perfekte Lymphdrainage. Also es beugt auch Fältchen vor und eben, falls euch hier so angeschwollene Stellen habt morgens. Und deswegen wollte ich euch das mal zeigen. Falls ihr immer noch überlegt, euch das Teil zu holen oder nicht, kann ich euch das wirklich empfehlen. Ich benutze das jeden Morgen und ich liebe das. Was ich auch jeden Tag benutze, aber eher abends, ist dieses Gerät hier. Und zwar von Foreo ist das eine Reinigungsbürste. Ich wollte schon so lange eine Reinigungsbürste ausprobieren, sicher schon seit 2 Jahren. Ich konnte mich ewig nicht entscheiden. Soll ich die von Clarisonic benutzen, also mit so Härchen, mit so Borsten, wo man den Aufsatz immer wechseln muss, alle halbe Jahr oder so. Oder soll ich eine Reinigungsbürste von Foreo benutzen? Ich habe das wirklich sehr, sehr lange überlegt und einfach die ganze Zeit keine benutzt. Und jetzt hatte ich ja Geburtstag gehabt im August und habe sie mir einfach gewünscht. Von meiner Schwester und meiner Mama haben sie mir zusammen geschenkt. Und ich liebe sie. Ich benutze die jeden Abend zum Abschminken. Ich feuchte mein Gesicht an. Ich feuchte auch dieses Reinigungsgerät hier an. Und dann benutze ich so ein Reinigungsgel von Neutrogena am liebsten. Ich gebe mir entweder hier drauf 3 Pumper oder auf mein Gesicht. Und dann mache ich die Bürste an. Ich glaube, man kann es ganz gut hören. Und während es vibriert, gehe ich damit über mein Gesicht. Da gibt es so ein Zeichen, dann hört es für eine Millisekunde auf zu vibrieren. Dann weiß ich, okay, ich gehe dann wieder weiter. Dann vibriert es wieder nicht eine Sekunde, dann gehe ich wieder weiter und so weiter. Ne? Bis ich über das ganze Gesicht gegangen bin. Mein Gesicht ist auf jeden Fall viel, viel sauberer danach. Das merke ich, weil ich immer noch mit einem Wattepad und mit Zellenwasser drüber gehe. Und da ist auf jeden Fall viel, viel weniger dran als vorher, als wenn ich nur mit meinen Händen das Gesicht reinige. Nur mit den Händen kann man wirklich nicht so gründlich reinigen eben, wie zusätzlich mit einer Reinigungsbürste. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Ihr müsst natürlich um die Augenpartie ganz gut aufpassen, also nicht zu weit reingehen, weil die Haut hier ein bisschen zu dünn, zu empfindlich ist vielleicht für so eine Bürste. Aber sonst funktioniert das richtig gut. Ich mag die mega doll. Was mir hier natürlich gefällt, ist, dass man hier keine Aufsätze wechseln muss. Die Batterie hält wohl auch ein halbes Jahr. Also wenn man das einmal mal richtig auflädt, finde ich auch Wahnsinn. Man kann sie super easy mitnehmen, aufladen kann man sie auch einfach hier, es gibt so ein USB, also über die Steckdose, ganz einfach, hat auch gar nicht lange gedauert. Also ein mega unkompliziertes Teil mit einer richtig tollen Wirkung. Ich liebe das und ich bin auch froh, dass ich jetzt endlich eine Reinigungsbürste habe. Und zur Pflege habe ich hier ein Produkt, das ich euch zeigen möchte, und zwar ein Serum von Kiehl's, das Midnight Recovery Concentrate. Das ist so ein Elixier eben, das man über die Nacht aufträgt. Hier sind verschiedene Öle drin, das ist hochkonzentriert mit dem Besten vom Besten sozusagen. Auch dieses Serum habe ich so oft gesehen auf Social Media und auch schon sehr lange, seit Jahren sogar. Und ich habe mir immer gedacht, hey, das muss ich mal ausprobieren. Ich habe euch das auch in irgendeinem Haul bereits gezeigt. Und ja, und seitdem benutze ich das jeden Abend. Das ist so reichhaltig. Und gerade die Haut, die regeneriert ja über die Nacht. Und da sollte man deswegen immer abgeschminkt sein, sehr, sehr sauberes Gesicht haben und eine Pflege auftragen. Das hilft eben eurer Haut, sich zu regenerieren und so weiter. Und mit diesem Serum habe ich das Gefühl, ich stehe jeden Morgen auf. Meine Haut ist richtig schön gepflegt. Die ist nicht trocken. Die wurde schön mit Pflege genährt und sie ist
sieht frisch aus und nicht so knittrig und so weiter und richtig durchfeuchtet. Also ich bin so happy damit, muss ich sagen. Und ich benutze sogar alleine das, sonst keine Cremes mehr, gar nichts. Gib mir ein Tröpfchen auf meine Stirn, auf meine Wange und auch hier und dann verteile ich das auf dem ganzen Gesicht. Augencreme verwende ich auch. Und wenn ich das alles aufgetragen habe, dann ist es schon sehr, ja, wie soll ich sagen, ich fühle so eine dicke Schicht auf der Haut, so eine öligere, aber stört mich überhaupt nicht, weil morgen, wenn ich dann morgens aufwache, ist da einfach gar nichts mehr. Es ist alles eingesaugt, es ist alles trocken und die Haut schaut wunderbar aus und fühlt sich richtig gut an. Also ich wünschte, ich hätte das schon vorher benutzt. So, dann machen wir mal kurz weiter mit dekorativer Kosmetik. Hier habe ich nämlich auch einiges. Zum einen, der Nagellack, den ich hier gerade trage, der ist von Trended Up Nummer 60 aus der Quick Dry Serie. Und ich wollte euch generell die Nagellacke von Trended Up empfehlen. Ich finde, die haben auch jetzt gerade für den Herbst eine richtig coole Auswahl. Also so ein dunkelgrün, ein dunkelblau, ein dunkelrot, ein dunkellila. Das sind so coole Töne, die man jetzt richtig schön tragen kann im Herbst. Und deswegen wollte ich euch mal darauf aufmerksam machen, weil die so günstig sind und so toll einfach. Ich habe hier auch, ich trage nur eine Schicht und das gibt einfach megamäßig Farbe ab. Ich mag auch die Pinsel sehr gerne von den Nagellacken von Trended Up, weil die so schön abgerundet sind. Das heißt, wenn ihr am Nagelbett anfangt zu lackieren, dann hat es schon so eine perfekte Rundung und sieht gleich so perfekt aus. Also man braucht fast nur einmal durch die Mitte gehen, dann Seite, Seite und fertig. Also ich liebe die Lacke total. Ich muss aber sagen, bei der Farbe Rot muss man definitiv aufpassen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass wir bei uns unter der Dusche so drei rote Streifen hatten die ganze Zeit und haben wieder überlegt, woher kommt das? Wie kann das sein? Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist bestimmt von meinem Nagellack. Aber ich finde eben die Farbauswahl toll und auch die Pigmentierung ist mega, mega gut. Apropos Pigmentierung, ich habe einen neuen Concealer, Leute. Oh mein Gott, ich glaube, das ist einer der krassesten überhaupt. Der deckt alles, alles ab. Das ist ein neuer Concealer von e.l.f., beziehungsweise gibt es den neu im DM. 16 Stunden Camo Concealer von e.l.f. Der Concealer, den ich hier habe, ist super hell. Medium Peach ist viel, viel, viel zu hell eigentlich, aber ich finde, jetzt im Herbst und im Winter trägt man wieder so ein bisschen stärkere Looks, auch wie ich jetzt gerade. Ich mag das mega gerne, wenn es wieder mehr Deckkraft hat, wenn man auch so ein bisschen wieder mehr highlightet unter dem Auge. Und dafür ist der Concealer perfekt. Ich werde den auf jeden Fall jetzt sehr oft verwenden, ich weiß es schon. Ich sette den auch gerne, auch wenn meine Haut trocken ist, aber trotzdem sette ich den sehr gerne hier unten. Nicht zu sehr, nicht zu weit zum Auge hin, weil das trocknet dann richtig hier diese empfindlichste Haut, und gerade wo die Fältchen sind, zu dolle aus. Deswegen reicht es total, wenn ihr das auch einfach nur da unten abpudert und settet, aber also mein Make-up sieht insgesamt dann immer so, jetzt habe ich wirklich beobachtet, wenn ich den Concealer trage, insgesamt viel leuchtender. Ich habe wieder mehr Kontur und mehr Linien im Gesicht und so. Sieht auf jeden Fall auch dann stärker aus, Make-up, aber der deckt wirklich so krass und so, so gut ab. Wahnsinn. Auch ein sehr, sehr starkes Produkt. Kann ich euch wirklich immer wieder nur empfehlen. Ein Kajalstift von Marc Jacobs. Und zwar sind das die Highliner Gel Eye Crayon von Marc Jacobs. Eben, die gibt es in verschiedenen Farben. Am allerliebsten mag ich den in Schwarz und in Braun. In Schwarz trage ich den auf meiner Wasserlinie auf, oben, um einfach meinen Wimpernkranz voller aussehen zu lassen. Ich liebe dieses Finish, das macht so viel aus. Man sieht es zwar nicht sofort, aber es ist einfach so ein Effekt, wenn man auf der Wasserlinie eben einen Kajalstift trägt. Und die von Marc Jacobs sind wirklich die allercremigsten. Die halten am längsten. Und die Farbe Braun übrigens trage ich gerne auf meinem Augenlid auf, aber ganz, ganz nah am Wimpernkranz. Und die Highliner kann man so schön ausblenden mit dem Pinsel. Wirklich wunderschön. Wenn ihr nicht gerne diese Eyeliner, diese Flick oder Cat Eyes gerne tragt, die man so richtig sieht, wisst ihr, wenn man so einen schwarzen Strich hier hat, dann kann ich euch diese Highliner sehr, sehr empfehlen, weil ihr könnt genauso am Wimpernkranz eben die Linie so verfolgen, aber dann mit dem Pinsel verblenden und habt ihr nur so einen rauchigen Look und es sieht so schön aus. Mit keinen anderen Kajalstiften funktioniert das so gut wie mit diesen von Marc Jacobs. Marc Jacobs
Da habe ich noch einen sehr, sehr schönen Lippenstifter. Den wurde ich so oft auf Instagram angesprochen. Das ist einmal der Lippenstift in der Farbe Cream and Sugar 284. Das ist ein Nude-Ton, der einfach so toll ausschaut. Mit einem Lip-Liner, der so 2 bis 3 Töne dunkler ist. Auch ein Braunton, aber ein bisschen dunkler. Ihr könnt damit diese perfekten, kennt ihr diese wunderschönen Nude-Lips, wo die von außen so ein bisschen so ein Ombre haben, ne? So ein bisschen bräunlich und weiter nach innen so immer heller. Ich finde, das sieht so elegant aus und wunderschön. Ob ihr Smoky Eyes tragt oder zum Beispiel auch farbige Lidschatten, da wird so eine Nude-Lippe immer so schön aussehen. Und das ist vielleicht, wenn man das alleine trägt, ein Ticken zu hell. Aber mit so einem Lip-Liner eben einfach nur optimal. Und die Lippenstifte von Marc Jacobs sind meine allerliebsten, weil die die perfekte Cremigkeit haben, aber auch nicht zu dolle. Die halten richtig lange auf den Lippen, geben toll Farbe. Oh, ich liebe sie einfach. Mein allerliebster Lippenstift ist auch von Marc Jacobs in der Farbe Slow Burn. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Farbe hier. Cream and Sugar Bombe. Und bei den Lippen auch... Hat mich umgehauen. Habe ich zufällig entdeckt, weil ich ein Video gedreht hatte. Und ich war einfach, Leute, hin und weg von dem Finish, von den Farben. Und es ist natürlich auch eine ganz andere Preisklasse. Also ich glaube, die alle zusammen sind sogar günstiger als der alleine. Das sind die neuen Lippenstifte. Super Smooth Click Lipstick von Trended Up. Meine Lieblingsfarbe ist diese hier, und zwar 020. Leute, ich liebe die. Ich bin so begeistert von denen, weil die zum einen mega tolle Pigmentierung haben, weil die so cremig sind. Hier ist nämlich Avocadoöl drin. Könnte ich das vorstellen? Schon allein die Vorstellung, wie pflegend die sind. Besonders hochglänzend 3-in-1 Click Lipstick, Lip Balm, Lip Gloss und Lippenstift mit wertvollen Avocadoöl. Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt, nicht etwa getestet. Bestätigt. Das ist besser. Ich habe die jetzt schon so oft getragen im September, auch in mehreren Videos. Und meine Lippen sehen immer, wenn ich diese Farbe trage, vor allem wenn ich dann so mache und die Farbe so verteile auf den Lippen, dann geht es immer so perfekt über meine obere Kontur der Oberlippe. Und dann sehen die Lippen auch immer so viel voller aus. Also wirklich Wahnsinn. Man muss nur aufpassen, bei dem Klicken, die gehen halt nicht mehr zurück, ne? Deswegen nicht zu dolle klicken. Die Farbe Nummer 20 ist einfach, oh, ein Traum, Leute. Ein Traum. Und ich habe noch andere Farben und ich freue mich so sehr jetzt auf den Herbst, weil man wieder so ein paar kräftigere Farben auch tragen kann, wie zum Beispiel die Farbe 030. Und ich liebe die einfach, weil die so schön cremig sind. Ich habe ja ständig trockene Lippen, aber ich will auch nicht immer nur ein Gloss tragen. Und die haben eben so ein perfektes cremiges Finish, aber auch nicht zu glänzend. Und die halten auch ganz gut, natürlich nicht so sehr lange, wie zum Beispiel jetzt dieser Lippenstift oder eben ein Matter, aber das ist mir vollkommen egal. Ich finde es einfach nur, ach, das schmeichelt jetzt so den Lippen. Und auch die anderen Farben sind richtig toll. 50, 40 und die 10. Ich kann euch wirklich sehr empfehlen, die euch mal anzuschauen. Die sind wirklich ganz, ganz toll. Das letzte Produkt, das ich euch zeigen möchte, ist eine Mascara. Und zwar die von Too Faced Damn Girl Mascara. Die hat einfach eine verrückte, riesige Bürste. Aber diese Mascara macht auch wirklich ein sehr, sehr krasses Volumen auf den Wimpern. Hier kommt auch unglaublich viel Produkt mit. Also da muss man schon schauen, wie man damit umgeht. Ne? So ein bisschen was abmachen und so, damit man nicht kleckert, damit man nicht zu viel hat. Aber diese Mascara macht euch ein Volumen, das ist einfach nicht normal. Auch wenn ihr 2 Schichten auftragt oder so. Die ist echt krass. Und ich habe euch ja erzählt, dass meine Wimpern gerade so eine Erneuerungsphase haben. Das heißt, mir sind welche auch abgebrochen oder auch ausgefallen und die sind so viel kürzer, als ich sie sonst habe. Und ich muss sagen, mit dieser Mascara habe ich das Gefühl, ich habe meine alten Wimpern wieder. Das ist wirklich hammermäßig. Ich würde davon jetzt aber vielleicht auch nicht 3 Schichten auftragen, weil dann könnte das schon so eher klumpig aussehen. Also ich weiß nicht, was so euer Geschmack ist bei Mascaras, aber mir taugt die richtig. Das war es auch schon mit meinem Video. Ich mache mal hier
entglernte Feierabend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh, eine Sache, die ich hier noch sehe, das muss ich euch auch unbedingt zeigen, weil ich lobe das immer so sehr. Und zwar diese Palette. Das ist die Hey Cheeks Essence Palette. Blush, Bronzer und Highlighter Palette. Leute, die ist einfach so eine unterschätzte Palette. Ich weiß nicht, ich sehe sie sonst nirgends. Ich wundere mich total. Das ist eine der besten Paletten für Blush, Highlighter und Bronzer. Okay, das ist vielleicht ein bisschen hell. Ich trage ja gerne ein bisschen dunkleren Bronzer. Oder auf jeden Fall habe ich jetzt Lust darauf. Aber diese Palette ist einfach nur wunderschön. Der Highlighter ist ein Traum. Hat die perfekte Farbe, wenn ihr mich fragt, wenn ich einen Highlighter machen würde. Genau in der Farbe würde ich den machen. Alle drei Blushes sind wunderschön. Ihr könnt die alle miteinander mischen. Die sind matt wie auch schimmrig. Auch hier bei dem Bronzer matt und schimmrig. Einfach nur perfekt. Die ist so handlich, die ist nicht zu groß. Ich liebe die über alles. Ich benutze die immer gerne. Immer wenn ich sie benutze, bin ich super happy mit meiner Base. Deswegen, falls ihr die noch bekommen könnt, kann ich sie euch wirklich sehr, 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 sehr empfehlen. So, und jetzt war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, meine Produkte haben ein Interesse geweckt. Vielleicht habe ich euch auch irgendwas gezeigt, was ihr schon immer haben wolltet, wonach ihr gesucht habt oder irgendwie noch so eine letzte Meinung gebraucht habt. Ich freue mich sehr jetzt auf eure Kommentare. Freue mich, dass ihr wieder dabei wart und hoffe natürlich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe vom ganzen Herzen. Danke für alles. Tschüssi.